So, ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Mhm. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. Ja, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. Drei gegen einen, das schaffen wir. Hexer oder nicht. Auf ihn! Das sehe ich etwas anders. Ja gut, es war halt eine Anfangsaufgabe. Die 200 Kronen nehmen wir aber dennoch mit. Du hast nichts. Und du auch nicht. Komm schon! Können wir da überhaupt rüber? Mist. Nee, ich will die Schwerte wegstecken. Ich kann nicht, kommen wir da rüber? Ja, kommen wir. Dann können wir uns jetzt einmal. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Nein, werde ich nicht, aber ich möchte einmal nach Novigrad. Allerdings. Nicht diese Quest, sondern diese hier. Wir sollen seinen Terminkalender lesen. Rosa Fatre von Adel spricht Rosa nie unverbrannt. Oh Gott. Ja, gut. Stimmt, der hat ja einen Reimen geschrieben. Hatte Gerald ja entdeckt. Okay. Los, los! Haben wir ja einige, mit denen wir reden können. Komm schon, Plätze! Du kannst passieren. Stufe 13. Sehr schön. Den einen Punkt werde ich auf jeden Fall gleich noch verteilen. Ja, das ist auch, wie die Bäume am Knacken sind. Da gibt es hier irgendwo noch irgendwelche. Okay, kein Fragezeichen in der Nähe. Aber da würde ich gerne mal hin. Los, lauf! Dann können wir das nämlich auch einmal angucken. Und einmal vom Pferdchen runter. Dann sind wir ein bisschen gelenkiger. Was haben wir hier? Auftrag, die weiße Dame. Habt ihr Bar mit uns Bauern? Die Pferde von unserem Dorf werden von einer Erscheinung heimgesucht, die das Äußere einer Jungfrau hat. Ihre Jungfrau hat. Nur nicht das Gesicht, denn ihres ist grässig und besudelt. Wer sich auf ihr Zehenspann nähert, ist des Todes. So können wir unsere Ernte nicht einbringen. Tunge und Elend erwarten uns, wenn niemand etwas unternimmt. Wir wollen zusammenlegen und das Gold, das wir noch haben, demjenigen geben, der die weiße Dame vertreibt oder tötet. Teufel in den Wäldern. Verehrter Herr Hexer, falls sich einer in dieser Gegend verirrt haben sollte. Ich habe das ungute Gefühl, ach was, ich bin todsicher, dass die Wälder, in deren Besitz zu kommen, das Glück hatte. Bis neulich war ich jedenfalls auf dieser Ansicht. Dass also diese Wälder zur Heimstätte irgendeines grausamen und bösen Teufels geworden sind. Ich hörte vor kurzem einen Trupp Holzfäller an, Zwerge waren es. Schlauer Burschen, jeder von ihnen hatte in seinem Leben schon unzählige mächtige Bäume gefällt. Du kannst dir also meine Überraschung vorstellen, als sie verschwanden und der einzige von ihnen, der gefunden wurde, behauptete,
ein Monster gesehen zu haben. Ich habe einen Preis dafür ausgesetzt, dass jemand mein Waldstück von bösen Kreaturen befreit. Ich hoffe sehr, dass ich diese Belohnung bald jemandem überreichen darf. Okay. Das nehmen wir einfach mal mit. Lese ich jetzt mal nicht vor. Die Aufträge hielt ich jetzt aber für wichtig. Also ich wollte ja den einen Punkt noch verteilen. Charakter. Hätte nur die Frage, auf was ich jetzt gehe. Ich glaube, das möchte ich einmal. Chemie. Absurde. Nebeling absurd. Mystische Substanzen. Okay. Wunderbar. Aber auch das fertig. Im See liegt noch was. Aber das würde ich, glaube ich, erst machen, wenn wir unser Inventar ein bisschen leerer gemacht haben. So, ja, hier ist einmal Sultan und ein Lager. Kann ich einmal reinlegen. Das hier hat auf jeden Fall das Gewicht. Muss ich nur einmal herausfinden, was davon relativ viel Gewicht hat. Ach, warte mal. Da habe ich jetzt schon länger nicht mehr reingeguckt, bezüglich unseres Pferdes. Scheuklappen. Jetzt mit Sattel. 40. Und das andere hat 25, was wir bereits haben. Satteltaschen. Zu verstümmeln. Bonuserfahrung bei Humanoiden. Okay, ändert nichts. Dann möchte ich gerne noch die Trophäen da mal einlagern. Das einmal. Auch. Achso, ja, das kann ich leider nicht. Stimmt, da war ja was. Das ging nicht. Wollen wir mit Sultan reden? Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Molly, Kammerzofe der Baronin Lavalette. Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat. Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden.
Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Ja, wäre ich auch. Wäre ich auch. Vespula kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau. Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? Genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Ja, Rittersporn, ne? Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt. Wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehalten. Rosa Baatre hat ihr Gwihir Zwerg genannt. Guter Name, was? Ihr Vater ist ein Nilfgaarder Adliger in der kaiserlichen Gesandtschaft. Rittersporn sollte Rosa und schön, ihre Schwester in Rhetorik unterweisen. Ja, wir sind hier gerade in Rosa Lobby war mehr gerade am angekommen. Schwertkampf interessiert. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen ein Schwertmeisters zurückzuweisen? Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass du reinschaust. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir leid. Angeblich Namen sucht echt ihr schlecht. Vater jetzt wieder ein Opfer. Ein Lehrer, meine ich. Wir sind auf jeden Fall gerade wieder nur wie gerade angekommen, hat ein paar kleine Nebenquests gemacht. Und ja, deswegen dachte ich, wir schauen jetzt noch mal ein bisschen, was Rittersporn so treibt und ob wir ihn irgendwo auffindbar ist. So. Er war richtig, alles gut, oh Gott sei Dank. Ja, ich neige tatsächlich dazu, Namen falsch auszusprechen. Deswegen entschuldige ich mich lieber, falls es falsch ist. Aber dann bin ich ja beruhigt. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Und ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Bisher. Falls du nicht arbeiten ein musstest, wenn ja, dann Wesen von tut mir wirklich leid. Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Aha. Von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Selbst Francesca Finderbär wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Nein, danke. Warum? Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Ja gut, ich mag beides. Nein, nicht nochmal. Willst du den? Nee. Das hatten wir gerade. Warum? Weißt du, Elfen... Ist mir glücklich nicht. Wünschst du denn, du sitzt als einem hier zu Hause rum. Ja gut. Das zu Hause rumsitzen ist wahrscheinlich nicht ganz so schön. Aber Student geht ja noch. Ich weiß, was ich wissen wollte. Danke für deine Hilfe. Ich kenne einige, die mussten jetzt auch am Wochenende arbeiten. Und die tun mir dann immer vom Herzen leid. Am Wochenende arbeiten ist echt mies. Was studierst du denn, wenn ich fragen darf? Was muss ich tun, dann schnell dich in Gut, dann reden wir doch erstmal mit Mr. Pula. Der Holden Maid. Achso, ich kann schon nicht speichern. Na egal, ich glaube, es wird jetzt nichts Schlimmes passieren. Ich zahle jeden Körper zurück. Okay. Gib mir eine macht Woche. Das denn Spaß? Also, macht dir Spaß? Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Es gibt ja auch einige, die dann während des Studiums merken, ist so meins. Huhn? Worauf hoffst dann du? Auf einen Ritter ja irgendwie durchquälen. So ungefähr. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Vespula hat jetzt einen anderen Beschützer. Ach, und der wäre? Ja, das kann ich nachvollziehen. Der Bettlerkönig hat was mit Junior ausgehandelt. Vor allem nach sehr langer Zeit, wie es hier jetzt schon so Davon läuft. Davon habe ich aber nichts gehört. Aber du hast Anfangs gehört, mag das ja immer ganz nett Leuten sein, aber... Wenn man dann Oder wirklich du eine Demonstration? Monatelang zu Hause Los, hockt, ist das echt beschissen. Wenn der Boss es so will, dann ist es so.
danke, oh danke, dass es Leute gibt, die aus reiner Herzensgüte Fremden helfen. Nicht Mal nur aus Güte. Und richtig fremd bist du auch nicht. Was zum... Oh, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, der Rittersporn durch die Bordelle gezogen hat. Was? Gerald, richtig? Ich? Ich habe nichts gemacht. Rittersporn ist von selbst in die Bordelle gegangen. Ich kann da nichts für. Ich muss ihn aus dem Bordell rausholen. Nicht Gerald. 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 Oh, das tut mir leid. Das musst du mir erklären. Ich habe Rittersporn durch die Bordelle gezogen. War auch nicht so gut. Hat er gesagt. Ja, und das scheiße. Ich ein und alles mehr. Er ist halt eine Katzenzeit zur Zeit. Sei. Mit dir und diesem Zwerg, der aussieht, als hätte eine Kuh ihn abgeschleckt. Hat gesagt, man lernt halt zu Hause auch nicht so, wie man in der Schule oder in der Uni lernen würde. Und Gesang. Hat er das auch genauso von wie uns? Mit dem Arbeiten. Ich werde mal ein Wörtchen mit ihm reden. Mein Freund zum Beispiel, da ist es halt auch so, zu Hause kann er halt auch nicht all das machen, was er eigentlich in der Firma dann machen müsste an Arbeit. Das schafft dann also auch quasi nur immer die Hälfte. Das ist einfach nur beschissen zurzeit. Aber was soll man machen? Bleibt am Ende quasi nichts anderes übrig, leider. Und vor allem für die Schüler ist es halt richtig scheiße. Wie viel Lernstoff auch dadurch verloren geht. Also die Kinder und Schülerlein, glaube ich, so mit am meisten. Ein paar Erwachsenen geht das ja noch. Gut, und halt Studierende. Seid auch scheiße. Was meinst du? Mag mir das echt wo gar nicht vorstellen, dann noch so Klausuren schreiben, obwohl. Er schon wieder herum, dieser krächzende dann noch dieser ganze Druck da verlogene ist. Schuft. Autsch. Was hat er denn getan? Vergessen? Ja. Das gleiche wie Jesus. Immer. Dieser König der Schwester beschissen. Kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann? Keine Woche später fand ich ihn am Hafen. Auch für die Leute, die jetzt vielleicht in Ausbildung gehen wollen. Da platzte mir der und wurde vielleicht auch die Betriebe jetzt gerade pleite gehen. Über die Wäscherinnen aus dem Badehaus. Genauso beschissen. Und dann das. Ich habe ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Das stimmt. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber Rittersporn steht auf alles. Oh, alles, was irgendwo irgendwelche Rundungen hat. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Na. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Du bist eine neben 100 Frauen. Ich würde Rittersporn ganz schnell aus deinem Gedächtnis streichen. Diese Frau, mit der er am Hafen war, wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Oh, nein, gar nicht eifersüchtig. So der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Wenn Frauen eifersüchtig sind, ey. Danke für deine Hilfe. Da bin ich ja noch harmlos. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Boah, braun. Packen Männer an und jammern trotzdem, wollen sie trotzdem noch haben. Beschränkt, ey, manchmal. Und das Schlimme ist, solche Frauen gibt es denn echt wirklich? So, egal wie dreckig irgendwie man behandelt, ja, ne, man läuft trotzdem immer wieder zur selben Person. Unglaublich. So. Ach. Mein Bruder ist in Temerien geblieben. Mhm. Es gibt keine Hoffnung mehr für ihn. Willkommen, willkommen. Immer herein. Ich habe das Gefühl, ich bin hier im falschen Haus. Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Jetzt mache ich mir gerade um Rittersporns. Mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Interessengedanken. Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ich habe zwar nichts dagegen, aber so für Rittersporn wäre es sehr seltsam. Weil Rittersporn ist ja nun mal so wirklich der
komplette Frauenheld. Oh Gott, was kommt jetzt? So besser? Nein! Wie geil! Du bist also... Wie geil! Ilial. Hast du mit Rittersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts in einer Taverne. Der war doch betrunken. War vollkommen betrunken. Ja. War klar, war so klar. Ja, wollen wir den Rest wissen? Komm, schieß los. Ein bisschen lachen schadet ja nicht. Wo denkst du hin? Wir haben uns unterhalten. War's das? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Nicht? Aber eine Sache sollte ich klarstellen. Männer interessieren mich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Ein treuer Kunde inwiefern? Einmal. Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Kalkstein. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen... Ach nein, war er das? ...verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen in den Scheiterhaufen, stiegen in den Rittersporn Himmel... Kennen wir aus dem ersten. Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Okay. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Na gut. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Aber man sieht jetzt schon, dass er... Männlich ist, okay, Geralt. Würdest du jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Im echten Leben kann ich mir auch durchaus vorstellen, mal jemand anders zu sein, aber da lege ich es jetzt nicht so wirklich drauf an. Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Mit der Mama reden? Willst du vielleicht... Und zwar mit übersehen, was er so hat. Ich würde gerne mal ein... Natürlich, bitte. Er hat tatsächlich Masken. Eine elegante Maske für einen Maskenball. Gut, und er hat halt... so ganz normale Sachen. Hier, passt. Passt. Bis dann. So... 3 haben wir noch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle 3 noch schaffen. Bevor ich mich ins Bettchen verdünnisiere. Weil ich... Oh Gott, ich bin jetzt schon fast wieder 9 Stunden dabei. Sieh sich denn einer an. Reiten wir doch wenigstens mal dahin. Also vielleicht mache ich wirklich noch alle 3 Gespräche. Weil ich ja jetzt wahrscheinlich jetzt 2 bis 3 Tage nichts
streamen werde und mich einfach mal gemütlich aufs Sofa fließen werde und einfach mal nichts tun werde. Freue mich auch mal. Ich habe jetzt die letzten Tage wirklich sehr, sehr viel gestreamt, beziehungsweise die letzten 3 Monate. So ein bisschen Ruhe brauche ich dann doch mal. Aber ich schätze mal, entweder ab Mittwoch oder ab Donnerstag würde es dann wieder richtig losgehen. Also halt normal. Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen, wir haben noch Unterricht. Es eilt leider. Es geht um Rittersporn. Ich bin Geralt und ich bin... Geralt, ich kenne dich. Gut, wenn du dich dazusetzen willst, dann tu das. Kinder, der Rattenfänger hat leider Fieber, aber dafür haben wir die Ehre, einen echten Hexer willkommen zu heißen, der uns von seinem Beruf erzählen wird. Bitte was? Aber... Hurra! Das ist toll! Diese Kinder. Du willst sie doch nicht enttäuschen, oder? Also, wer will die erste Frage stellen? Ich! Alle sagen, Hexer sind unzüchtig. Was heißt das? Wir haben eine große Lichtung. Du solltest nicht alles glauben, was die Leute so erzählen. Das heißt, sie gehen früh ins Bett. Oh, darum hat Mama den Hexer ins Bett gesteckt. Kinder, jetzt ist es aber genug. Nächste Frage. Stimmt es, dass Hexer Könige töten? Nein. Das stimmt nicht. Er lügt! Tut er nicht. Hexer lügen nicht. Sie können lügen, weil sie keine Ritter sind. Wenn ein Drache getötet werden muss, wird ein Ritter gerufen, aber wenn sich ein Zeugling im Müll versteckt, kommt kein Ritter. Also wird ein Hexer gerufen. Genug. Das reicht für heute. Packt eure Sachen. Wir sehen uns morgen früh wieder. Hurra! Sagt Meister Geralt auf Wiedersehen. Echt toll, dass du da warst. Ich hätte lieber den Rattenfänger gehört. Oh, nee, danke. Also, bitte sag mir, warum du hier bist. Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja, der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein, wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Was? Vielleicht, nein, ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel, darum ging's ihm. Was? Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Bitte was? Hast du ihn nochmal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold. Nein, hat er nicht. Er braucht nur etwas mehr Disziplin. Du musst nicht mehr frauen. Aber er ist nicht wiedergekommen, also glaube ich, dass es vorbei ist. Ich habe ein Gedicht von Rittersporn über dich gefunden. Darin beschreibt er dich als sehr begabt. Wirklich? Hat er meine Poesie erwähnt? Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon lange ihre edle Schönheit besingen. Hast du meine Texte bei Rittersporn gesehen? Nur Versuche, ja. Aber mich würde interessieren, wie du sie findest. Nein, nichts gesehen. Höher! Ihre schlanke Peitsche durch die Lüfte flog. Höher, ein Knall und das Tier gehorchte ihr. Der Hengst jetzt zwischen ihren Schenkeln tanzte. Schon war voll Schweiß das ganze Tier. Tut mir leid, ich verstehe nicht viel von Poesie. Okay. Danke für deine Hilfe. Dann nicht. So. Molly und Rosatha Andre. Naja, Frauen können tatsächlich keine Hexer werden.
Ich versuche echt mit dem Pferd hochzukommen. Arme Plötze. Beweg dich. Okay, das ist hier sowas wie die Oberstadt oder wie? Wie hier aber auch kein. Doch, da sind Pferde. Ich wollte gerade sagen, wie hier einfach kein Pferd ist. Das hier nehme ich auch mal mit. Dann nehme ich einfach mal alles mit. Ah, und wir müssen hier hoch. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin erstaunt, dich hier zu treffen. Aber ich glaube nicht an Zufälle. Geralt von Riva, Schlächter zahlreicher Monster und meines Sohnes. Was? Du hast recht, General. Mein Besuch ist kein Zufall. Ich suche hier jemanden. Hier hast du nichts zu suchen. Hauptmann, lass diesen Mann nicht rein. Verzeih bitte, Morvran, aber mir ist die Lust auf die Rennen vergangen. Erst den Sohn einer Frau töten und dann an ihrer Tür erscheinen? Ich habe gedacht, Hexer hätten einen besseren Überlebensinstinkt. Oh, hoppla. Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Ich fürchte, du bist nicht auf dem neuesten Stand. Molly arbeitet nicht mehr hier. Du scheinst Molly zu kennen. Und du weißt, dass sie nicht mehr hier arbeitet. Weißt du vielleicht auch, wo sie jetzt ist? Um diese Zeit? Vermutlich trinkt sie Punsch und überlegt, auf welches Pferd sie wetten soll. Mir ist nicht zum Scherzen zumute. Das war kein Scherz. Nach Arjans Tod kam Luisas Neffe, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und als er Molly sah, da... Tja, kurz darauf haben sie geheiratet. Sie warten nun auf sein Erbe. Da der Sohn der Baronin tot ist, geht das Anwesen an ihren Neffen. Und an Dame Laatat. Unlängst noch bekannt als Molly. Also gut, wo finde ich die frisch vermählte Dame Laatat? Die gute Molly hat eine neue Leidenschaft. Pferderennen. Okay. Soviel ich weiß, hält sie sich gerade bei der Gräfin Wegelbut auf. Und genau dorthin bin ich unterwegs. Da du mir Luisa abspenstig gemacht hast, wie wär's, wenn du mich begleitest? Ja, wenn's sein muss. Also, wenn Molly da ist... Dann mal los. Ja... Das kann ja lustig werden. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht zu lange dauert. Plötzlich hat rote Augen. Wisst ihr mal, dass ich plötzlich Augen sehe? Zumindest darauf achte, sagen wir es so. Da wären wir. Nettes Örtchen. Also, von allen Tieren in dieser Gegend faszinieren mich Pferde am meisten. Interessierst du dich überhaupt für Pferde, Hexer? Die sind doch alle Gott, gleich. Ich hatte als Kind echt so eine Pferdephase. Komisch. Gut, ich merke Pferde immer noch. Das Graue da ist Kantarelle. Ich hätte auch immer noch Pferde reiten gezeigt, aber... Dem Sieger von Wohle. Ja, Grau ist eine schöne Farbe. Auch bei Pferden. Ich bin nicht mehr so Pferdefieber. Ich wette auf den schwarzen Hengster. Nemrod. Reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er salutiert, General. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Das stimmt. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Wobei, ich kann tatsächlich sogar ein bisschen reiten. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel.
in Nilfgaard gemacht, aus herrlich gegerbtem Leder. Ich hatte zumindest, ich glaube, 1,5 Jahre hatte ich Reitunterricht. Warum nicht? Würde gern doch, sehen, ob dein Jahre gewesen sein. Über Pferde dir auch ein bisschen weiß ich tatsächlich. Ausgezeichnet. Dann such dir mal ein Pferd aus. Aber es ist jetzt aus. Nicht so, dass ich so die Überkennerin da bin, was Pferde angeht. Komm, wir nehmen direkt das erste. Ich glaube, ich nehme die graue Stute. Wenn das so ist, versuche ich mein Glück mit dem serikanischen Braunen. Die Pferde sind gesattelt. Los geht's. Auf die Plätze, fertig. Los. Wir reiten in den Sonnenuntergang, gefühlt. Aber eigentlich wollte ich jetzt kein Pferderennen machen. Wir sind Bibi und Tina. Beweg dich. Boah, aber das mit den Bäumen ist echt mega schön. Einmal kurz aufladen. Los geht's, Hexer. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Jo. Versuche es. Nicht das Pferd schonen. So, wir haben es wenigstens noch geschafft. Puh, das war aber knapp. Die Plätze, die ich nahm, hatten ein flottes Rennen hingelegt. Außergewöhnlich. Hab schon ewig kein Rennen mehr verloren. Gratuliere. Danke. Das ist deins. Vielen lieben Dank. Ah, schau. Da ist ja die Dame La Atard. Wer? Die Frau, die ehemals Molly hieß. Da steht sie. Richtig. Danke. Ich bin noch eine Weile hier. Wir könnten später zusammen zurück in die Stadt reiten. Ja, wäre nett. Wer ist dein Favorit, Werteste? Entweder der schwarze Hengst oder die graue Stute. Wie entweder ich kann mich einfach nicht entscheiden. Tut mir leid, aber ich glaube, wir kennen uns nicht. Ich bin Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Rittersporn hat mir nie das Leben gerettet. Stimmt alles. Nur andersrum. Ich bin es, der ihn ständig retten muss. War es etwa nicht Rittersporn, der in Flotsam deine Schlinge aus 100 Schritt Entfernung mit einem Pfeil durchgeschossen nein. hat? Was? Rittersporn kann doch gar nicht... Ach, was soll's. Irgendeine Idee, wo unser Meisterschütze stecken könnte? Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Seit ich Dame La Atard bin, halte ich mich nur noch auf Bällen, Banketten und anderen solchen, wie sagt man, Festlichkeiten auf. Unheimlich ermüdend. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Ja, so muss es sein. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt. So wie er ihre Sachen getragen hat und... Weißt du, wo ich sie finde? Rittersporns Schwester? Leider nicht. Immer wenn ich gefragt habe, wann wir sie besuchen, ist er ganz still geworden und hat das Thema gewechselt. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Klar. Er sprach natürlich. Von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen, aber seitdem ist er weg. Hm.
Mir scheint, Rittersporn glaubt, du dienst immer noch den Lavalettes. Oh, weil ich ihm nie erzählt habe, dass ich das nicht mehr mache. Er sollte mich nicht anders behandeln. Und dein Ehemann hat nichts gegen deine alte Freundschaft? Aber nein, mein Süßer könnte nicht glücklicher sein, dass Rittersporn mich Savoir Vivre lehrt. Okay. Danke, Molly. Warte, bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Mhm. Gut. Den Rest würde ich aber sagen, machen wir beim nächsten Mal. Es ist ja schon ein bisschen spät. Ich denke mal, dass ich im... Na gut, Donnerstag glaube ich ja weniger. Ich denke mal, Freitag würde ich wieder wissen.